Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Zeitschriften-Review hier auf meinem Kanal. Das Lego City Magazin, Ausgabe Nr. 8, September 2019, haben wir hier mit zwei Extras, einem Astronaut mit Robo und einem Batman-Booster hier, das Lego Batman Training Card Game Serie 1. Und das Ganze wie immer für 3,99 € im Zeitschriftenhandel erhältlich. Lass uns doch mal reinschauen und auch das Set zusammenbauen hier, den Astronauten. Ich bin sehr gespannt drauf, den finde ich ziemlich nice, den Astronauten. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, seit ich mir das Heft gekauft habe, den hier mit euch zusammen, für euch besser gesagt, auszupacken und aufzubauen auch, ja. Oh, da hat sich direkt was von der Folie gelöst, nicht so schön, aber gut, was soll's. So, Schere liegt hier auch schon bereit, dass wir dann das Ganze aufschneiden können. Dann schauen wir noch hier wegen dem Booster. Den zubbeln wir noch vorsichtig runter. So, die ist auch abgemacht. So, gut. Dann haben wir noch das Magazin und das blättern wir jetzt mal durch und schauen, was da so drin steht. Erstmal Werbung fürs Lego Ninjago Legacy Magazin, das ist ein Sonderheft ja immer. Ausgabe Nummer 3 mittlerweile schon. Dann das Inhaltsverzeichnis hier vom Lego City Magazin. Und da geht es direkt los mit einem Comic. Auf zu den Sternen heißt der Comic. Nils Lego Strong, Nils Lex Strong wird Astronaut. Lustig. Nils Lex Strong, geil. Oh mein Gott. Startschwierigkeiten, das scheint auch so ein bisschen ein Rätsel zu sein, würde ich sagen. Dann wieder eine Seite Comic, dann Werbung für das Lego Star Wars Magazin, Ausgabe 51. Dann noch eine Seite Comic, dann ein Weltraumquiz. Dann mal wieder eine Doppelseite mit Comic. Dann ein Lego Set oder mehrere Lego Sets, zwei Stück sehe ich hier. Raketenmontage und Transport mit 1055 Lego-Teilen und Weltraumrakete mit Kontrollzentrum 837 Lego-Teile. Dann nochmal eine Seite Comic, dann haben wir ein Poster. Lego City hier mit dem Astronauten, den wir auch hier drin haben. Dann Werbung von Deichmann. Gern weg. Dann nochmal ein Poster hier mit Nils Lexstrong. Und die Rückseite des ersten Posters hier, auf zu den Sternen. Dann Abo. Des Lego City Magazins kann man sich eins von 1, 2, 3, 4, 5 Prämien aussuchen. Dann noch eine Seite vom Comic, dann wieder ein Rätsel, Schwindelalarm, dann eine Doppelseite Comic und noch ein bisschen, hier Tauchtraining, wieder so Rätsel und Spiele Seiten und dann hier auch die Bauanleitung für den Roboter, der bei dem Astronauten mit dabei ist. Also machen wir das Ganze auf, bauen die Minifigur zusammen, was ja recht einfach sein dürfte. Und dann nach der Bauanleitung auch den Robo. Schauen wir doch mal. Sehr viele Teile sind es nicht, halt, da ist nur eins drin. Aber es müssen ja nicht immer viele Teile sein. So, fangen wir natürlich erstmal mit dem Astronauten an. Da haben wir den Kopf, hat er auch zwei Gesichter? Ne, der hat nur ein Gesicht. Und zwar ein ganz einfaches, generisches Gesicht, was irgendwie... Ich meine, die sehen schon, früher war das wirklich nur ein Mund mit zwei Augen, das ist ja schon ein bisschen besser geworden, aber trotz allem eins der einfacheren Gesichter. So, dann kriegt er hier den Helm auf und hier noch das Visier und fertig ist der Astronaut erstmal. So, und so hüpft er dann quasi über den Mond zum Beispiel. So, dann bauen wir das, den Roboter auf hier. So, kleine Mars Rover oder sowas in der Art. So, das sollen wohl die Ketten sein, das ist ein Kettenfahrzeug anscheinend. Dann kommt hier in der Mitte ein Technikbauteil rein. So. Dann kommt das dann da drauf. Na, so. Also ich kann sich auch drehen, okay. Dann hätten wir an den Seiten jeweils so ein Knubbel da dran. Und vorne kommt dann, hier das bedruckte Teil, was so zwei Augen darstellen soll. So ein bisschen an Wall-E. So.
Dann kommen die Arme noch dran. Eine auf der einen Seite. Klick. Der andere auf der anderen Seite. Klick und fertig ist der Hilfsroboter für den Astronauten. Ah, der Astronaut kriegt noch eine Kamera in die Hand. So. Kann er Fotos machen. So. Knips, knips, knips. Und hier ist dann auch wohl so eine Gesteinsprobe. Das sieht ja richtig cool aus. Hier einfach nur so ein Stein. Wenn man es rumdreht, ist er halt so offen und man kann halt reingucken, wie es innen drin aussieht. Ein sehr schickes Lego-Teil. Ja, hier sind die Probescans. Original-Scan, Probescans, also wieder so ein Rätsel, kann man dann vergleichen miteinander. Also, genau, hier der Astronaut mit Kamera und hier der Roboter mit einem Stein, der gescannt wird dann. Gut. Dann machen wir mal weiter. Mit dem Comic. Wieder eine Doppelseite Comic. Dann Ausrüstungscheck. Hier wieder so Rätsel und so. Dann noch eine Seite Comic. Dann noch mehr Rätsel. Asteroidengürtel nennt sich das. Und die letzte Seite vom Comic. Dann ist auch schon Ende. Und dann Vorschau auf das nächste Heft. Das Lego City Magazin Nr. 9 erscheint am 17. September. Enthält zwei Extras, eine Original Lego Minifigur, ein Pizzabote auf dem Motorrad, hier schön mit der Pizzaschachtel, sehr cool. Und 15 Lego Teile, gut, das ein Teil ist ja fast das ganze Motorrad schon. Ich glaube, das ist aus zwei Teilen plus die Räder. Ja. Man zählt das Grundgings, oben dann hier das, die Karosserie quasi, 1, 2, 3, 4, die Reifen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, der Kopf 12, 13, der Helm 14, das Visier und dann irgendwo noch ein 15. Teil. Keine Ahnung, vielleicht noch irgendwas hier auf dem Motorrad, dass die Pizzen hinten halten oder irgend sowas. Aber das passt ja. Ich komme 14 Teile und es sind 15 irgendwie in, so in dem Dreh. Und ein Lego Star Wars Trading Card Collection 2 Booster mit 5 Sammelkarten. Eine Bewerbung für die Lego Batman Trading Card Game, das Lego Batman Trading Card Game Sammelkartenspiel. Hier ist noch Vorschau für die anderen Hefte, die es noch gibt. Lego Ninjago Magazin 54, Batman Nummer 3 und Star Wars 51. Und dann noch Werbung für Lego City Sets hier. Und ein paar Lego City Sets. So, dann also hier nochmal die Minifigur. Zubehör. So. Und dann haben wir natürlich noch hier das Booster vom Lego Batman Sammelkartenspiel. Und da schauen wir doch mal auch rein und bin gespannt, was wir da haben. Also, und da hätten wir, los geht's. Oh, da haben wir direkt hier schon eine Glitzerkarte. Die machen wir zum Schluss. Da hätten wir einen Mighty Micro Killer Moth. Dann ein Fahrzeug der Nightcrawler. Dann Brainiac. Noch ein Mighty Micro Batman. Und Ultra Superman. Karte Nummer 13. Ja, sehr, sehr cool. Eine Ultra-Karte. Ich glaube, nur noch seltene sind nur noch die Joker-Karten dann. Okay, cool. Das war es auch im Endeffekt schon von diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Gleiches gilt natürlich auch für meine anderen beiden Kanäle, der Hauptkanal Langley1013 sowie der Sportkanal Sports at Langley1013. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir da auch ein Abo da lassen würdet. Wenn ihr dann noch auf die kleine Glocke aktiviert, bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Und dann verpasst ihr hier auch keine neuen Videos mehr. Okay, würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.